Ja, Alden, wer rechnet denn mit sowas hier? Da ballert einfach mal übelst direkt der erste Fisch auf dicke, fette Boilies. Und er geht hart rein in die Bremse. Absolut unnormal. Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Ich habe mir gerade noch gedacht, so, boah, geil, Alden, jetzt gehen wir mal schön ein bisschen auf C2 Super Freak an dem Spot aus dem letzten Video. Tja, und was geht rein? Ich habe keine Ahnung. Irgendein Monster zieht hier gerade seit 3 Minuten schon komplett wild durch die Gegend und ich habe keine Ahnung, was da reingeht. Vielleicht hat er richtig Bock. Na, wird er schon müde? Ich hoffe nicht. Je länger, umso besser. Ja, er hat noch ein bisschen Bock. Ich teste gerade Vanille. Hab mir eine schöne Futtermische zusammengetüttelt, hab mir verschiedene Boilies und Pellets nochmal gekauft, alles nochmal besorgt und hab das schön alles zusammengemischt. Wir gucken uns das natürlich gleich nochmal im Detail an und dann rausgeworfen hier gerade auf 7 Meter. 6 Meter war mir zuletzt ein bisschen zu wenig, das war so steil direkt vorne, habe ich gesagt, komm ein bisschen weiter so auf 7 Meter, geht doch bestimmt auch. Ja, und da ballert er rein, ne? Da ballert er rein und ich bin auch kurz davor, ja, ich bin schon davor, ich laufe auch schon los. Ich bin kurz davor loszulaufen, denn die Hälfte der Schnur ist runter und so langsam müssen wir mal gucken, dass wir hier wieder ein bisschen Schnur drauf bekommen auf den Prügel. So, hier ist zwar ausreichend Schnur drauf, wir gucken uns natürlich das Setup und alles gleich im Detail noch alles an. Immer schön laufen, rechte Maustaste und hoch, jawohl. Damit die Spannung die ganze Zeit aufrecht bleibt. Jawohl. So. Jawohl. Der hat immer noch Bock. Das ist gut. Das ist doch das perfekte Timing. So soll das doch sein. Schön in den Morgenstunden. Zack, zack, zack. Erster Fisch hat direkt richtig Bock. Guck mal, wie weit der hier schon raus ist. Mit der schön leuchtenden Schnur sieht man das auch noch wunderbar. Sehr gut. So, und dann lassen wir den schön da hinten in der Ecke. Das ist doch gar nicht schlecht. So, ein bisschen noch ran. Da kann er sich jetzt gleich schön verausgaben. Ausreichend Schnur ist auf dem Setup drauf. Wir brauchen ja hier nur, na ich sag mal, um auf Nummer sicher zu gehen, vielleicht so 110 Meter Schnur auf dem Setup, auf der Rolle. Also ganz, ganz, ganz entspannt. Und hier mit der dicken, fetten Evia als Rolle haben wir natürlich mehr als ausreichend Schnur. So, das ist doch gut. Jetzt heißt es Geduld. Und natürlich auch ein bisschen hoffen, dass der nicht ausschlitzt. Deswegen drehe ich auch gerade nicht höher. Ich will jetzt hier nicht so in den roten Bereich, es nicht erzwingen. So, ein bisschen Energy hochziehen noch. Und dann gucken wir mal, was das wird. Da bin ich ja schon gespannt. Eigentlich ist es mir fast egal. Also es ist schon was Größeres. Das ist schon mal ganz nice. Ich glaube, so heftig abgehauen ist auch bisher noch keiner. Also der hat auf jeden Fall Power. Von daher könnte es, also ich wäre auch zufrieden mit einem Schuppenkarpfen, mit einem normalen Spiegelkarpfen, wenn die hier reingehen in groß. Absolut genial, nehme ich auch gerne mit. Natürlich am liebsten als Trophy. Aber das wäre es natürlich hier. Ne? Zum Glück, ich habe gerade vorher noch überlegt, na, nimmst du die 3000er Rollen oder doch die, also 3000er Rolle, ja, würde auch funktionieren, aber da wäre die Schnur schon, weg gewesen. Ne? Das wäre schon ganz knapp geworden. Na, guck mal, so langsam. Er wird auf jeden Fall ein bisschen träger. Nicht mehr ganz so viel Action, nicht mehr ganz so schnell. Das ist doch schon mal ganz nice. Und er haut auch gar nicht so ganz ab. Ne? Also er geht gar nicht bis ans Limit, sondern bleibt da jetzt so mittig und schwimmt da einfach so ein bisschen hin und her. Das ist doch recht angenehm. Also er haut gar nicht ab bis ganz hinten. Vielleicht ist das extra so? Na, das wäre natürlich ein Dingen, oder? Ich meine, da hinten kann man ja eh nicht hinlaufen. Und vielleicht wurde da eine Grenze gemacht? Na, das wäre doch mal interessant. Schreib einfach mal unten in die Kommentare, wenn du das auch schon hattest. Vielleicht gibt es da ja so eine unsichtbare Wand. Das wäre ja ein Dingen. Das wäre ja ein Ding. Gucken wir gleich nochmal. Erstmal hier zu Ende drillen, richtig? Also, wenn hier quasi
Ende ist, aber man kann ja auch hinwerfen. Wobei, durch eine unsichtbare Wand kann man auch werfen, an der Tunguska zum Beispiel, aber nicht mit dem Boot fahren. Oh. Aber die Fische bleiben auch nicht dran hängen, die schwimmen auch durch. Also, ich denke, der hat einfach gerade Bock, da hinten hin und her zu schwimmen. Ich glaube nicht, dass man da nicht hinwerfen kann und so. Nee. Das wäre eigenartig. Man kann ja auch einfach da hinwerfen mit den Ködern und dann da hinten angeln. So weit ist es ja alles auch gar nicht. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen hoch hier. Versuchen wir mal so ein bisschen Druck nach oben auszuüben. Okay, der hat immer noch Bock. Das gefällt ihm überhaupt nicht. Das gefällt ihm nicht. Da will er... komm ran hier. Ja, Köder-Kombi und Idee, wie gesagt, C2 Super Freak. Hatte ich schon mal ein Video zu gemacht. Auch einfach mal reingucken in das C2 Super Freak Video. Hat super funktioniert am Einser-Spot, am The One-Spot, dem wichtigsten. Und ja, jetzt in der Kombination mit der Vanille hat das eben schon mehrfach funktioniert mit der Vanille. Mir ist gerade, hatte ich gedacht, komm, probier doch nochmal aus mit extra dicken, fetten Boilies. Und dann bin ich eben hier gerade mit 20er Vanille reingegangen. Also 20er Boilie und ich glaube trotz allem 50er, 15er, 20 und 15. Damit das nicht ganz so riesig groß ist, aber schon ein deutlich größerer Köder in der Kombination. Na, das ist aber jetzt ein Ding, ne? Das ist auf jeden Fall bisher mein größter Fisch am Kupfersee. So lange Drillzeit bisher noch nicht gehabt. Das sieht richtig, richtig gut aus. Ja, der hat richtig Bock. Tipptopp. Tipptopp. Ja, 50 Kilo. 50 Kilo Fisch. Gar kein Problem. Nehmen wir doch mit, oder? Gleich hat er nur irgendwie 17 Kilo. Imagine, der hat gleich nur 17 Kilo. Habe ich vielleicht ein 6 Kilo Vorfach nur drauf? Ich muss nochmal eben gucken. Nein, ich habe ein 13 Kilo Vorfach. Ich bin tatsächlich kleiner unterwegs. Ich habe tatsächlich nur einen 13 Kilo Vorfach drauf. Nicht 18. Okay. Oh Mann, es ist nur ein 13 Kilo Vorfach. Aber trotz allem nicht so schlecht. Trotz allem, auch mit 13 Kilo, immerhin ein heftiger Drill noch. Boah, aber das relativiert das Ganze natürlich, ne? Also der Unterschied von 13 auf 18 ist natürlich schon was. 5 Kilo Differenz. Damit schmälert sich natürlich der Eindruck direkt. Und es ist durchaus möglich, dass er eben, naja, vielleicht so gerade in Richtung 20 Kilo geht, der Fisch. Also auf jeden Fall über der Tragfähigkeit, deutlich drüber. Deutlich drüber, das auf jeden Fall. Er hat auch noch ordentlich Bock. Ja, guck mal, der zieht auch noch ordentlich weg. Gar keine Chance, das irgendwie zu bremsen. Krass. Krass, er zieht einfach durch, ne? Er zieht einfach durch hier. Oh. Ja, das macht das Ganze jetzt natürlich ein bisschen tricky. Weil zuletzt die letzten großen Brocken waren alle, wenn dann, also wenn Drill, dann eben tendenziell eher auf den 18er Setups, richtig schön groß. Das ist natürlich jetzt ein Ding. Ich habe hier die beiden anderen Routen auch noch mit Vanille ein bisschen unterschiedlich ausgebaut. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Richtig nice wäre es natürlich, wenn es der Zielfisch ist, also der C2 Super Freak. Dann ist der Plan einfach in Gänze aufgegangen. Das wäre natürlich der absolute Hammer, ne? Einser Haken. Dicke Boilies, passende Futtermische zusammengetüdelt. Das wär's natürlich, ja. Oh Mann. Ja, trotz 13 Kilo Vorfach, trotz des 13 Kilo Vorfachs, noch ein ziemlich guter, langer Drill.
Und durchaus, würde ich sagen, durchaus, ja, auch auf jeden Fall über 15 Kilo. Ob das jetzt, ja, wie gesagt, ich hadere natürlich ein bisschen, ne? Ob der in Richtung 20 geht, ist ein bisschen schwer zu sagen. Soll ich mal ein bisschen hochdrehen langsam? Ne, ich warte noch ein bisschen. Ich warte noch ein bisschen ab. Noch haben wir Zeit. Ich glaube, man sieht ja auch nichts. Ne, der ist noch ein ganzes Stückchen unten. So, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen hoch. Ein bisschen auch in den Blank sozusagen. Also von der Schnur her bin ich ja hier mit Nylon immer unterwegs. Ne? Monophile Nylon-Schnur. 18 Kilo genau. Die man vom Nordmeer vielleicht eher kennt. Die maximal weiche mit dem richtig geilen Dehnungseffekt. Also da geht es so richtig schön weich, die Kopfschläge und alles rein. Und von der Schnurkapazität natürlich auch super entspannt immer noch hier auf der Evia 6000. Ein Wahnsinnsgerät, Wahnsinnsrolle. Macht richtig Bock damit. So, und jetzt gehe ich ein bisschen höher. Ja, perfekt, genau so. Denn jetzt gerade war es immer so, dass er genau an der Linie hier sozusagen dann ins Durchdrehen kam. Aber so ganz leicht immer ins Durchdrehen nur noch ging. Und jetzt habe ich es ein bisschen höher. Ah, jetzt kommt er doch wieder leicht ins Durchdrehen. Aber jetzt so langsam geht es. Soll ich nochmal höher? Ah, doch, dreht er auch immer noch durch. Nee, dann warten wir nochmal ein bisschen. Nicht übertreiben. So, komm ran hier. Perfekt, ja. Genau so und jetzt einfach reinziehen. In den Blank. Leicht in den Winkel. Jawohl. Ja, das ist es natürlich. Deswegen will man hier eben auch mit diesem kleineren Setup reingehen, weil das Feeling einfach genauso ist wie mit dem großen Setup. Und trotzdem kriegt man hier die großen Brocken rein. Auf feinerem, kleineren Setup. Sehr, sehr, sehr cool. Oh Mann. Ja, der ist natürlich die große Frage, ist es etwas, was selten ist? Ist es irgendwas, was man nicht all die Tage rauszieht? Das wäre natürlich der absolute Burner. Irgendein Brocken. Oh, oh, oh. Den es sonst nirgendwo anders gibt am besten. Einen Koi oder einen Dinkelsbühler. Ein großer Dinkelsbühler, auch mega gut. Es sind ja hier ganz viele Dinkelsbühler-Zeilkarpfen reingegangen. Das wäre natürlich richtig top. Aber ich sage dir, wie es ist. Am liebsten C2 Super Freak. Weil Futter und Köder alles drauf abgestimmt. Wäre einfach on top, wäre einfach ideal. Einfach die Bestätigung der Aromatik, dass das einfach top funktioniert. Deswegen wäre das natürlich der absolute Hammer. C2 Super Freak. Dicker, fetter Brocken. Eieiei. Und vor allem gleich mal gucken, was die anderen Routen machen. Ob da auch was reingegangen ist? Gleich direkt zweimal leer gespult. Ja. So, er kommt langsam ran. Oh. Es ist ein C2, oder? Es ist ein C2. Es ist ein Super Freak. Es ist der Super Freak. Es ist der Super Freak. Yes! Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Perfekt. Genau so soll das sein. Alter, RF4 durchgespielt, ey. Genau so soll das sein. Alter. Tipptopp. Ich bin gespannt, was der jetzt auf Rippen hat. Er ist natürlich nicht so riesig, ne, wie mit dem 18er Setup. Schönes Ding. Aber mit Sicherheit mein größter, oder? 23,456 Kilo C2 Super Freak. Abgefahren. Schönes Ding. Ja, das schmeckt doch. Das schmeckt doch. 28.000 XP Basis. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Das Ding
kriegen wir doch bestimmt auch noch ein bisschen dicker hin. Rennen wir mal eben zurück, mal eben gucken, was die anderen Routen sagen, ob da was geht, ob da nichts geht und was dann eben jetzt hier auf diesem Setup noch vielleicht weitergeht. Gleich direkt wieder auswerfen und direkt nochmal wieder probieren, ne? Also hier gleiche Stelle, wie zuletzt bekannt. So sieht das Setup hier aus auf der Evia. Ganz entspannte 300 Meter Schnur, also die gesamten 300 Meter Schnur sind hier drauf. Und 18 Kilo, 13, da ändern wir jetzt natürlich nochmal auf 18 Kilo, um das Ganze ein bisschen lockerer zu machen. 18, hier haben wir 13, 13, 13. Und dann gehen wir hier, was haben wir denn? Es ist ein bisschen längeres Vorfach, ne? Sollte ich auch nochmal länger gehen? 18 cm und länger, 18 Kilo? Oder auf 22? Nee, das müssen wir nicht. 50. Ich gehe mal auf das 18er, aber ich baue das gleich mal eben neu. 18er und dann ist das hier auf dem 1er-Haken explosive Vanille. Vanillecreme 15, damit das nicht ganz so riesig wird, aber doch schon groß. Milchcreme und Futtermische gucken wir uns natürlich auch gleich an. Ich baue noch mal eben kurz das Vorfach. Und zwar nehmen wir jetzt hier das Fiederrutenvorfach. Ist das richtig? Vorfächer, genau, Fiederrutenvorfächer. Ich gehe auf 40 cm, ein bisschen länger das Ganze. Und dann gehen wir hier rein auf Karpfenvorfachsmaterial. So. Hier unten haben wir das. 18,1. Ich nehme mal hier das rote. So, 0,3. Jawohl. Und dann dazu. Zap, zap, wo ist es? Auch noch. Nehmen wir mal hier 22er. So. Das Ding bauen wir jetzt hier dran. Und weißt du was? Ich glaube, ja gut, einmal reicht es hier gerade. 18er, kriegen wir das so raus. Da ist es, 40 cm, 18er, jawohl. So, also jetzt sind wir gut ausgestattet. Und so geht das jetzt natürlich auch wieder rein ins Wasser. Das ist die Futtermische dazu auf Perlengraupenbasis. Also eine eher süßliche, helle, leichte Basis sozusagen. Und dann komplett mit Vanille-Feedpellets. Das sind die einzigen Feedpellets, die es gibt. Süße Sahne mit rein und dann zweimal Boilies geschreddert. Und zwar die Explosiv-Boilies, die richtig intensiven Vanille-Boilies geschreddert. Süße Sahne Soluble auch nochmal geschreddert. Also zweimal so richtige Kicker als Aromen geschreddert. Vanillecreme obendrauf. So, und damit dann raus hier auf 7 Meter. Hoppala, nicht so weit. Entspannt auf 7 Meter. Zack. Und jetzt gucken, was hier noch geht. Die anderen beiden Routen, Vanille 16, Vanillecreme 15, noch keine Reaktion. Und hier drauf Vanille Pellets 18 und Vanille 15. Auch das werde ich jetzt natürlich weiter testen. Ich habe gerade frisch erst das Futter reingeschmissen. Das heißt, das Ganze wirkt jetzt so langsam auch erst. Und ich denke mal so, hier bei der Futtermische nach, na, ich würde sagen, es ist vielleicht noch zweimal Futtermische rein. Das war's dann. Dann bin ich hier bei ungefähr 14 Bällchen Futtermische. Dadurch, dass hier halt geschredderte Boilies mit drin sind, also relativ große Partikel, lasse ich da erstmal eine Pause dann damit und dann gucken wir mal, was hier noch so passiert. Ja, ansonsten war's das. Ich glaube, der Spot ist soweit bekannt. Wassertemperatur normal. Also, wir haben, glaube ich, hier alles an Infos. Rausziehen, toi, toi, toi. Vielleicht geht hier noch mehr. Das ist jetzt halt die große Frage. Aber was auf jeden Fall funktioniert, wieder mal bestätigt, Vanille und C2 Super Freak. Petri Lümmels, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.